tun das warum? Weil sie ihren Chef ätzend finden, weil sie mit ihrem Chef nicht klarkommen. Das ist immer die Botschaft, die man bekommt, wenn jemand seine Kündigung, sein Kündigungsschreiben abgibt. Ja, Deutschlands Chefs sind Memmen, sagt der nächste Redner, auf den ich mich jetzt freue. Und der Mann muss es wissen, der hat nämlich ganz viel Erfahrung gesammelt, 20 Jahre lang, von der Deutschen Bank bis Bertelsmann, von Hitachi bis Dell hat er Chefs kennengelernt, und zwar die ganzen Exemplare, von Kuscheljunkie bis zum Ego-Shooter, vom Jammerlappen bis zum, wie gesagt, bis zur Memme. Und wir sind sehr gespannt auf die Psychogramme, die er jetzt zeichnen wird. Patrick Cowden ist unser nächster Redner. Hello, Patrick. Okay. Alle deutschen Chefs memmen. Ich habe bisher eher so die Machos erlebt in meinem Verein. Es ist alles dabei. Und ich glaube, wir haben immer die Momente, wo wir mal Memme sind. Ja? Aber ich glaube, es geht eher darum, um das Thema Mut zu sprechen und weniger darum, um die Memme zu sprechen. Aber da kommen wir gleich zu. Thank you so much. Dankeschön. Okay. So you heard the American accent. I always like to start in English. So first of all, I'm very, very glad to be here. My name is Patrick Cowden. I have been in your wonderful country for almost 30 years. And I am glad to be here. How many of you are in sales? That doesn't surprise me. Who's not in sales? Okay, you need to explain to me later why you're here. So that's kind of cool, right? And I got to get this button here because I need to push some buttons here. So I'm always glad to be here in Bavaria. Anybody here from outside of Germany? Where are you guys from? Tell me a little bit. Austria. Switzerland. The Schweiz, that's good. Austria, I like Austria. But one of my best friends is from Austria. I love it when he speaks English with me. He sounds like Arnold Schwarzenegger. That's so cool. So how many of you from Bavaria? Oh, it's a minority almost. Okay. I won't ask the other regions, but Bavaria is kind of cool. It reminds me of Texas. You know? We speak a language that no one else understands. We really think we should be our own country. And the only difference is the governors of Texas made it to be president twice. The Bavarian guy hasn't made it yet, so you keep working on that. Keep working on that, okay? Now, I'm going to hit the next button here. So I hope you know where you're at. If you didn't want to be here, you're in the wrong conference by mistake. So we've got the Beyond Leadership up there, and we're also going to talk about the other things. But I wanted to do a brief introduction. They've given me 30 minutes to give you a lot of insight here. And I'm going to tell you a story, because the topic of your conference is leadership in sales. Is that correct? Is that a cool combination, leadership and sales? Okay, well, I'll tell you a little bit about my combination, my real-life background in regards to leadership and sales. My first encounter with leadership, I was, I think, 3 years old, as far back as I can remember. And it was my father. He was a drill sergeant and a command sergeant major in the United States Army. Anybody ever had an intimate relationship with a drill sergeant? You have. So you know what I'm talking about, right? Did yours last 17 years? You're lucky. You're lucky. You're lucky. Well, what he taught me was my first English words, and it wasn't, "I love you, Papa." It was, "Yes, sir, no, sir, anything you say, sir." Right? And then when I turned 17, it was, "No, sir, screw you, sir, goodbye, sir." Okay? So I've always had a little bit of an issue with I call it totalitarian leadership. Anybody wants to control me and tell me what to do? I don't like that. Anybody not like people telling you what to do all the time? Put your hands up if you don't like that. Okay? If you really love that a whole lot, someone telling you what to do all the time, you tell me right now. Whips and chains and leather is in your category, I think, right? You like that. A little bit of both, right? Depending on where you're at, you know? Okay, so that was my leadership first encounter. And I was in the military myself. And I did promise to speak Deutsch, and you did hear me speak it a second ago, so I'll do that. So das, ich bin dann selbst Deutschland in Amerika groß geworden, aber nach meiner Zeit bei der Navy, ich war in der United States Navy, habe ich beschlossen, ich war in Chicago, und habe gesagt, you know what, ich wandere aus von Amerika nach Deutschland, um vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden. Komischerweise
sind alle anderen die andere Richtung geflogen. Weißt du? Der einzige Vorteil für mich war, es war keiner mehr in diesem Land, der dran geglaubt hat, außer ich. You know? Und und zwei Jahre später, ich war am Flughafen Frankfurt und habe Flugzeuge betankt für knapp 1.100 Deutschmark im Monat und guckte rüber an Werner, meinen Schichtleiter, der war 55, machte das schon 30 Jahre und ich sagte mir irgendwie, das mit dem Millionär hat, war noch nicht ganz so weit vorangeschritten in den zwei Jahren und habe beschlossen, da muss ich doch was anderes machen. Und tatsächlich mit 29 hatte ich die richtige Entscheidung im Leben gemacht und habe gesagt, I'm gonna be a sales guy. Ich werde verkaufen. Und ich bin in der IT-Branche groß geworden. Und das war eine ganz interessante Phase damals. Und ich habe verkauft in meinem ersten Jahr als Verkäufer 800% vom Ziel. 140% vom Ziel ist schon mal okay, right? Wie viele von euch, die Sales Guys oder Sales Management sind, würden sich freuen, in diesem Jahr das Achtfache vom Ziel einzufahren? Ist das okay? Kriegt ihr dann auch Kohle dafür oder ist das alles schon gedeckelt? Damals war es nicht gedeckelt. Damals habe ich noch 5% vom Umsatz gekriegt. Und im Dezember meines 29. Jahres habe ich ein Monatsgehalt von 653.000 Deutschmark gehabt. Und habe in dem Jahr 1,8 Millionen Deutschmark verdient und konnte dann auch mit der Umrechnungsfaktor, der Dollar war 1,3, I said, I made the million dollars mit 29. Mit 30 war sie weg. Meine erste Ehefrau schickt mir immer noch Dankeschön-Karten dafür. Und das ist mir so oft passiert in den letzten 30 Jahren, dass ich jetzt beschlossen habe, ich überspringe den Millionär und gehe gleich zu Billionär. Beim nächsten Mal, ja. Das heißt, ich habe da schon eine gewisse Erfahrung machen können, wie das mit dem Verkaufen funktioniert und was nicht beim Verkaufen funktioniert. Und das Interessante war, ich war bei allen Umstrukturierungen und Restrukturierungen und sonstige Themen der letzten 30 Jahren dabei. Ihr seid ja noch mittendrin. Schade für euch, ja? Und deshalb habe ich dann auch etwas kennengelernt und mein Verleger hat gesagt, Patrick, wir finden, das ist ein gutes Thema. Schreib uns doch diesen Buch. Mein Boss, die Memme. Wann ist denn mein Boss eine Memme? Was glaubt ihr? Wann ist dein Boss eine Memme? Patrick war in 10 verschiedenen Companies unterwegs in den 30 Jahren. Ich habe in der Zeit, ich bin insgesamt 33 Mal umgezogen, nur dass ihr so ein bisschen den Change Management Thema kennt. 33 Mal umgezogen, 12 Mal die Schule gewechselt damals. Ich war in 10 verschiedenen Companies in ungefähr 15 verschiedenen Jobs. Und ich habe 7 Mal gekündigt, bin 4 Mal rausgeschmissen worden und habe eine Insolvenz hinter mir. Und bin demnächst zum 3. Mal verheiratet. Okay. Aber diesmal keine deutsche Frau, ja, es tut mir leid. You know, sorry about that. Will da keinen zu nahe treten, ja? But anyway, das wäre ein ganzer Tag, könnte ich darüber referieren, aber es ist nicht mein Thema heute, ja? Mein Boss, die Memme. Wann waren meine Boss Memme? Mein Boss war immer dann eine Memme, wenn er nicht für seine People eingestanden ist. Wenn er sich nicht zwischen uns und die böse Seite des Macht gestellt hat. Wenn der Boss uns im Stich gelassen hat, war der Boss immer eine Memme. Und mir war scheißegal, welche Gründe er anschließend gebracht hat, warum es nicht anders ging. Sind wir die, die am meisten nicken, sind die Ersten, die einknicken. Sind wir da, ja, alles gut, und bumm, ist schon vorbei. Ja? Was heißt das denn? Das heißt, dass in den modernen Companies, egal wo man unterwegs ist, wie viele von euch seid in größere Mittelständler oder in großen Companies unterwegs, Arme nach oben, und in sehr kleinen Companies bis mittlere Companies? Okay. Und ihr seid ja Salespeople, das heißt schnell wachsen für euch, die Kleinen, right? Grow as fast as you can, das ist eine gute Devise. Aber in diesen Companies ist ja immer das Thema, grow, 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 profit, 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 results, results, results. Und immer diese magische Worte der letzten 10 Jahren, mehr mit weniger. Wer kennt das? Wer findet das absolut super scheiße? Ja? Weil sie haben uns alles genommen, der ganze Backoffice, den wir im Vertrieb mal hatten, ist verschwunden. Ja, wenn wir Glück haben, ist er noch irgendwo in Indien gelandet, ja?
spricht unsere Sprache aber nicht mehr. Unsere Kunden lieben das, ganz toll. Ja? Alles wurde genommen, was in sich es ermöglicht hatte, den Job richtig zu machen und noch Spaß bei der Arbeit zu haben. Und unsere Chefs waren immer dabei. Die haben immer genickt. Ja klar, Effizienz, Produktivität. Wer liebt dieses Wort? Productivity. It's an ugly damn word. I hate that damn word. Productivity, ja? Das heißt, jedes Mal, wenn die Companies in Richtung Growth und Sonstiges gehen wollten, ging es immer auf Kosten von was anderes. Das heißt, für uns war es mehr mit weniger, für die Chefs war es mehr für weniger. Da brauchen wir nur bei den DAX 30 Vorstädten die Gehaltsentwicklung in den letzten 10 Jahren anzuschauen, während parallel man die Gesamtkosten auf der Belegschaftsebene sieht und es geht totally, totally down. Das heißt, these guys stellen sich nicht dazwischen, wenn irgendwas runterkommt, was keinen Sinn macht. Weil in vielen Fällen ist es ja der gesunde Menschenverstand, der sagt, das kann doch nicht funktionieren. Und ich nehme dann immer gerne mein Lieblingsbeispiel dafür. Wer hat schon mal von Customer Relationship Management gehört? Ja, das ist ein Thema. Wer hat schon mal von Computers gehört? Wer findet, Computers sind so das Schönste und Geilste aus Deutschland seit Heidi Klum? Genau, okay, wir versprechen uns noch mit dem. Die Liebe zum Computer. Und es heißt ja nicht, was gerade am Bildschirm passiert, ist schön, sondern der Computer selbst, ja. Und ich muss sagen, diese 8-9 Stunden am Tag, wo man manchmal in diese Röhre schaut, es kann anstrengend sein. Und die Frage ist ja immer, seitdem Customer Relationship Management Software eingeführt wird, wer muss denn das ganze Gelumpe eingeben in diese Computers? Seid ihr das? If you're lucky, habt ihr ein paar Back-Office-People den ganzen Tag da wie Sklaven dann hantieren, um es reinzugeben. Und interessanterweise ist das ganze System auf diese Kontrolle ausgeartet, dass genau jeden einzelnen Termin, nur 10 Termine in der Woche, 4 am Tag, alles reinschreiben, alles aufschreiben, alles reintun. Und das Komische dabei ist, man verbringt ja nur noch Zeit, Sachen einzugeben in den Computer und keine Zeit mehr mit seinem Kunden. Aber das interessiert ja keinen. Da ist ja nicht der Chef, der dann sagt, nee, machen wir nicht. Und das andere Schöne ist, ich habe letztens jemanden kennengelernt bei der Bitkom, das ist eine Vereinigung, und her Dad war 30 Jahre im Vertrieb und habe die Frage gestellt, if you enter all that data into a computer, in Customer Relationship Management, how do you enter the relationship into a computer? Anybody know how to put a relationship into a computer? Geht doch nicht, oder? Zumindest die heutigen Computer kriegen es nicht hin, dass die Relationships und die Qualität dessen, dass das auszeichnet, dass der Kunde muss was an erster Stelle haben, um mit mir einen Deal einzugehen, das heißt Vertrauen. He's got to trust me. Wenn er mich nie wieder sieht, weil ich nur noch hinterm Computer hänge, wie viel Vertrauen kann ich da noch aufbauen? Annähernd gar keine mehr, right? Und letztendlich ist es doch so, dass diese Beispiele der Standardisierung, schon mal gehört, Standardisierung, Restrukturierung, Reorganisation, alles was damit zusammenhängt, an die Management runterkommt und der Manager entscheiden muss, entscheide ich mich jetzt für meine People oder entscheide ich mich Richtung Zahl und Effizienz im Sinne der Company. Und es gibt gute Bosse. Es gibt die Bosse, wo man weiß, sie legen die Hand für einen ins Feuer. Ist das so? Und viele von euch sind wahrscheinlich auch Bosse, die die Ärmel hochkrempeln und bereit sind, für eure Leute alles zu tun. Und wenn ihr bereit seid, die Hand ins Feuer für die Mannschaft zu legen, was macht die Mannschaft für euch? Die legt die Hand ins Feuer zurück, ja? Und dann ist denen egal, ob du ein hoch ausgebildeter Triple-MBA, Super-Schnucki, whatever bist, ja? Das ist denen sowas von wurscht, ja? Was sie wollen, ist ein Chef, der für sie dasteht und ihnen den ganzen Gelumpe-Scheiß weghält, ja? Und das, genau dann, wenn dann eingeknickt wird und wieder genickt wird und es getan wird, das kann es nicht sein. Ich hatte letztens, war ich bei einer Company, Geschäftsführer für die Land, und da hat die Zentrale gesagt, we've got this great new customer relationship management tool, and we're going to standardize down, wir standardisieren das runter, auf ein Angebotslayout in eine Sprache. Und da könnt ihr ja dreimal raten, welche Sprache das war. Amerikanisch. Aus San Francisco, right? San Francisco, Amerikanisch. Und sie haben gesagt, die ganze Welt muss ab 1. Juli nur noch dieses Tool benutzen, ja, dieses Werkzeug, und keine anderen Angebote sind zugelassen. Und natürlich aus diesem Angebotswesen war auch die Order Entry direkt dahinter. Das heißt, wenn wir dann einen Auftrag gekriegt haben, muss das durch das gleiche System dann rein. Und interessanterweise, das Ding hat nicht funktioniert. Ja, die Felder waren falsch, die Beschreibungen der Produkte waren falsch.
Der Kunde konnte es nicht verstehen. Wir hatten Rahmenverträge mit der deutschen Bundeswehr, die gesagt haben, tut mir leid, ist mir egal, welches Format du aussuchst. Wir haben einen Vertrag. Und den Vertrag können wir nur abrufen, wenn es so ist, wie wir es im Vertrag vereinbart haben. Und da steht schon mal erstmal alles in Deutsch. So, und wir haben dann, ich glaube, wir sind so 69 Länder der Welt, haben dann ihr Möglichstes getan, ein kaputtes System zu benutzen. Und in Deutschland haben wir gesagt, nutzen wir nicht, wir benutzen die alten Word-Dokumente, wir machen so, wie es funktioniert, und haben uns geweigert, entsprechend es umzusetzen. Ja? Die anderen Länder haben dann in dem Quartal, in Summe, glaube ich, war Europa alleine, zwischen 40 und 50 Millionen Euro weniger Business generieren können, weil sie konnten keine Orders ins System generieren. Weil sie erstens konnten sie keine Angebote rauskriegen und zweitens konnten sie keine Orders reingeben. Wir haben es trotzdem getan mit dem The Old Way, ja, und wir haben die Orders reingeholt und dann habe ich gesagt, für mich ist es wurscht, ich habe meine Leute, die mit der Logistik sprechen und die Produkte ausgeliefert kriegen. Das geht auch per Telefon, wenn man es tut, richtig tut, ja. And we were able to keep the business alive. Ja, und genau dann ist es wichtig, dass man diesen Mut zeigt als Führungskraft zu sagen, es kann doch nicht sein, dass ich ein kaputtes System benutzen soll, nur weil irgendjemand in San Francisco der Meinung ist, er hat es gut programmiert. Es hat nicht funktioniert. Es hat 9 Monate gedauert, bis das System wieder funktioniert hat. 3 Monate später durften alle mit Word und Excel wieder arbeiten. Ja, erstmal. Das andere Thema ist, es kommen immer die Effizienzmaßnahmen von oben nach unten. Nämlich, da wird gesagt, ihr müsst 10% eurer Mitarbeiter entlassen. Oder 15% der Mitarbeiter entlassen. Und das ist immer ganz spannend als Führungskraft, weil wenn die Company sagt, ist ja nicht meine Company, denen gehört die Company, die sagen, hey, du musst jetzt die Leute rauskegeln. Das ist ja die natürlichste Antwort der Welt. Ja klar, mache ich. Und daher gibt es ja diese ganze ABC, Stack Rankings, die man über die Jahre entwickelt hat. Und dann gibt es ja auch diese Maßnahme, wo irgendjemand in der Zentrale sagt, du musst dich jetzt einmal im Jahr mit deinen Mitarbeitern zusammensetzen, um ein Bewertungsgespräch zu machen. Ja, und ich finde das immer ganz toll, dass jemand irgendwo in der Zentrale denkt, dass man nur einmal im Jahr mit seinen Menschen spricht. Finde ich super. Ja. Und dann soll ich ja nur noch in den standardisierten Format sprechen, weil die Company will nur vorbereitet sein, dass wenn die Reduzierungswelle kommt, wie kriege ich jetzt am schnellsten die Leute los? Und das hatten wir 2008 in der Krise bei der Company Hitachi, wo ich gewesen bin. Und da war die Maßgabe 15% Cost Reduction sofort, so schnell wie es geht. Die Krise ist da, Umsatzeinbrüche, wir müssen was tun. Und alle anderen Ländern sind mit vorauseilender Gehorsam, mit hoher Geschwindigkeit rausgegangen, um zu sehen, wer ist der Erste. Who's first? Weil das ist ja Karriere fördern, wenn man das tut, was von oben gesagt wird. Das ist eine ganz schöne Sache. Und Deutschland, wieder mal, wie so oft, sagte, nee, wir machen das anders. Wir können 17% unserer Kosten einsparen, ohne dass wir überhaupt einen entlassen. Und das Traurige bei dem ganzen Spiel ist, das wollte die Company gar nicht zulassen. Sie sagte, nee, das ist nicht, was wir dir gesagt haben. Wir haben gesagt, setz die Leute raus. Wir haben nicht gesagt, turn your brain on. Patrick, you don't get paid to think, you get paid to execute. I don't know if you've ever heard that story. Ja? Nicht denken, sondern machen, tun, Ergebnisse liefern. Wir haben es trotzdem getan. Und das haben wir 4 Jahre lang getan. Und in den ganzen Companies, wo ich gewesen bin, haben wir es immer wieder getan. Wo ich jünger war, habe ich dann gekündigt und gesagt, nee, wenn ihr nicht mitmacht, dann bleibe ich nicht dabei. Bei den Companies, wo ich dann in Managementverantwortung kam, habe ich gesagt, nee, ich kann jetzt nicht einfach kündigen. Ich muss mich um die Leute kümmern. Ich muss sicherstellen, dass wir es trotzdem hinkriegen mit den People. Und habe mich immer um die People gekümmert. Mit der Folge, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis Patrick dann die Kündigung gekriegt hat von der Company. Unabhängig der Ergebnisse, die man geliefert hat. In jeder der Companies, wo Patrick unterwegs war, haben wir immer Rekordergebnisse erwirtschaftet. Ja, das eine hatte ich ja schon erzählt. Mit den 36 Millionen Dollar verkauft und dann davon 5% Revenue, das war pretty cool. Da war ich ja ein Sales Guy by myself. Später haben wir es getan, dass wir ich übernommen habe für Dell. Dell hatte es 17 Jahre lang nicht geschafft, in Deutschland aus dem 5., 4. Platz zu kommen, als einziger Markt in der ganzen Welt, wo Dell nicht Nummer 1 war. Michael konnte es nicht verstehen. Ich glaube, er war bei Geschäftsführer oder General Manager Nummer 17 angekommen, wo Patrick kam. Patrick sagt, Michael, das machen wir mal ganz anders. We're going to do it the German way, not the American way. Walmart hat auch gelernt, dass das nicht funktioniert. Und wir haben dann das Business in 3 Jahren von 500 Millionen auf 1 Milliarde hochgeschaukelt. Das war in einem Jahr, waren glaube ich 62% Growth in einem Bereich. Das war im Durchschnitt von 32% Growth im Jahr. Und sind dann auf Nummer 1 gekommen und haben da Ergebnisse realisiert, die vorher noch nie da waren. Ich habe eine E-Mail dann von Michael gekriegt, die ich ganz spannend finde, weil ich das immer dann in meine Bewerbungsunterlagen, wobei ich sie noch nie in Bewerbungsunterlagen benutzt habe, ich habe es da reingelegt, da steht dann drin, Patrick,
I'm inspired by your work. Keep it up. Ausrufezeichen, smiley face, ja. Und ungefähr 3 Monate danach haben sie mich rausgeschmissen, ja. you know? So, I don't know. I keep the mail anyway, you know. And ich habe Michael gesagt, wenn du so weitermachst, in 7 Jahren gibt es dich nicht mehr. Das ist ungefähr 7 Jahre her. they're going to be in trouble, ja. Und dann, you know, kam das Schönste bei Hitachi. War der Geschäftsverlauf 3 Jahre lang negativ gewesen. Das sind rückwärts verlaufende Umsätze. Wir sind reingekommen, auch mit der Devise People First, alles rund um den Mensch zu orientieren, den Menschen im Mittelpunkt zu stellen, die Grundlage an Achtung und Respekt und Vertrauen und Wertschätzung als absoluter Fokus zu haben. Und haben gleich im ersten Jahr den Turnaround geschafft. Haben 3 Jahre in Folge die höchsten Umsatzsprünge geschafft in den 101-jährigen Geschichte von Hitachi. In der Krise, wo all meine Mitbewerber um die 15% ihrer Mitarbeiter entlassen haben und ich mit sehr viel Gegenwehr der Zentrale gesagt habe, wir machen es nicht, sind wir 39% gegen den Markt gewachsen. Wir haben Innovation reingebracht, weil wenn Menschen Vertrauen haben und bereit sind, Risiko einzugehen, ist natürlich die kreative Energie, die wir im Vertrieb entwickeln können, eine ganz hohe. Ich habe damals auch ein System entwickelt, wie ich die 200 E-Mails am Tag, die ich als Geschäftsführer gekriegt habe, reduzieren konnte auf 20. Indem ich gesehen habe, dass um die 80% dieser E-Mails sind Genehmigungs-E-Mails. You know, genehmige mir einen Preis, genehme mir einen Preis, genehme mir einen Preis oder meinen Urlaub oder meine Reisekosten. Und ich habe dann etabliert, dass jeder einzelne Sales Guy in vollster Höhe die gesamte Entscheidungsmacht gekriegt habe, die ich als Geschäftsführer hatte. Und auch wenn die Systeme es nicht hergegeben haben, haben meine Controller es einfach sichergestellt, weil ich gesagt habe, wenn du es nicht tust, kriegst du mit mir Ärger. US Army Drill Sergeant, here I am. Ja? Das heißt, man kann schon die Vorteile gewisser Führungsstile dann zu sich nehmen. Ja? Und sie haben es getan. Und meine E-Mail-Last ging runter und meine Verkäufer waren in der Lage, immer selbst zu entscheiden. Und das Schönste daran war immer, wenn der Verkäufer den Kunden gesagt hat, oh Mann, man, da muss ich Japan anrufen. Ne? Und ging raus, ja, und trank einen Kaffee, kam wieder rein und sagt, machen wir. Natürlich hat er nicht Japan anrufen müssen, aber jeder seiner Mitbewerber brauchten 3 Wochen, um solche Preiszugeständnisse machen zu können. Er machte es in 10 Minuten, hat es taktisch so getan, als ob er natürlich bis Japan telefoniert hat. Aber der Kunde hat gedacht, man, er kann bis Japan telefonieren, der hat was zu sagen, den vertraue ich mal, weil wenn danach was schief geht, habe ich jemanden, der bis Japan gehen kann, you know? Und so hat es funktioniert. Natürlich in den ersten 3 Monaten hat gleich ein Sales Guy bei einem von den Kunden 1,5 Millionen Minusmarge erreicht. Das ist dann auch aufgefallen, muss ich zugeben. Weil soweit ist es in die Computer schon, dass sie dann diese rote Farbe ganz hell leuchtend dann blinken mit Stereotone dann noch bringen, ja. Das Schöne ist aber, bis irgendjemand, you know, durch die ganze Komplexität des Systems durchkommt und rauskriegen kann, was passiert ist, haben wir den Vertrag schon längst unterschrieben beim Kunden und es war schon vollendet. Und ich habe noch nie in meiner Karriere jemand gefunden, der einen unterschriebenen Vertrag sagt, nehmen wir nicht. Machen wir nicht, ja. 1,5 Millionen. Ich habe meinen Leuten immer gesagt, ich stehe immer vor euch. Ich werde immer jede Entscheidung, die ihr macht, unterstützen. Und auch in diesem Fall habe ich den Key Account Manager und den Regional Manager und den Sales Director, alle dazwischen, gesagt, finde ich toll, ich bin bei euch, ich unterstütze euch. Und dann hatte ich natürlich ein 4-Augen-Gespräch mit dem Sales Guy. Und dann habe ich gefragt, what the fuck did you do? You know, ich will es nur mal verstehen, wenn ich mit dem Präsident von, you know, Hitachi mal erklären muss, warum wir 1,5 Millionen Euro in den Sand gesetzt haben. Und dann hat man es erklärt. Und er hat gesagt, Patrick, das ist relativ einfach. Ich betreue den Kunden seit 8 Jahren, seit 6 Jahren. Und in der Zeit haben wir 8 Millionen plus gemacht. Und ich wusste, wenn ich den Preis nicht mache, sind wir draußen. Weil wenn du schon im Kunden drin bist, wird der Mitbewerber jeden Preis machen, um dich rauszukriegen, oder nicht? Jeden Preis wird er machen. Und wenn ich mich rauspushen lasse, dann sind wir 6 Jahre lang nicht mehr im Geschäft. Und wir bleiben drin. Und allein nur wegen den 8 Millionen, die wir vorher hatten, hat sich das ja auch schon gerechnet. Ja, und dann 4 Jahre später in Summe hat er bei dem Kunden nochmal 6 Millionen plus gemacht. Und wer weiß am besten Bescheid, was richtig oder falsch ist vor dem Kunden? Ihr, der Sales Guy. Doch nicht irgendjemand in der Zentrale, vor allem doch nicht irgendein Controller. Ja,
Und die schönsten, meine Lieblingsfreunde sind die Compliance Guys. You ever heard of Compliance? Gibt es einen Compliance Officer hier im Raum? Gut für dich, ja? Wir hätten nämlich gleich auf dem Parkplatz so eine kleine Begegnung gehabt, ja? Wenn Sie sich noch in so eine Konferenz reinschleichen, dann haben wir echt ein Problem, ja? Aber hallo. You know? Und diese Compliance Guys, I swear to God, okay, das, was heißt denn Compliance? Compliance heißt Fügigkeit. Übersetzt auf Deutsch, oder nicht? Und seit wann ist Fügigkeit eine gute Sache? Es ist eine ganz böse Sache. Es ist eine dumme Sache. Es ist eine doofe Sache. Ja? Compliance ist ja nur eingerichtet worden, weil eine Handvoll Senior Executives, die sowieso schon Millionär waren, Multimillionär werden wollten und das gesamte System missbraucht haben dafür. Aber die Hunderttausende oder Millionen Mitarbeiter unten drunter haben es nie getan. Deshalb, wenn in euren Firmen-Credo, in den Werten, Leitbild des Unternehmens, irgendwo Integrität drin steht, ist das schon mal eine ganz krasse Nummer, weil es nur der Vorstand bisher in Deutschland gewesen ist, der nicht integer war. They're the only guys that have screwed it up. Siehe, die Liste ist lang, wir brauchen es nicht besprechen. Ich liebe diese Guys. Ich gehe sie auch regelmäßig besuchen, diese CEOs. Ja? Und, aber das ist die Devise. Und dann haben wir es geschafft, mit dieser kleinen Einheit in Deutschland, was außerhalb der USA für eine japanische Company die größte Markt gewesen ist in dem Sektor. Da haben wir gesagt, you know what, wir haben jetzt 3 Jahre in Folge Rekordergebnisse generiert. Jetzt werden wir Folgendes tun. Wir gehen raus und holen den größten Auftrag in der Firmengeschichte. Und im IT-Business macht Deutschland nie den größten Auftrag. Die größten Aufträge werden immer in Amerika gemacht, weil da sind die großen Amazons und die großen Microsofts und die großen Googles und diese riesen Rechenzentren. Da werden große, große Deals gemacht. Und in diesem Geschäft war der größte Deal in der Geschichte der Hitachi gewesen aus USA. Eine einzelne Transaktion in Höhe von 15 Millionen Dollar. Und that's a big Number. Eine Transaktion, eine Bestellung, 15 Millionen. Und dann sind wir rausgegangen und haben bei einem Kunden hier, hat ungefähr 6 Monate intensive Vertriebszeit mit 50 People gebraucht. Da hat Deutschland tatsächlich geschafft, einen Auftrag an Land zu holen in Höhe von 150 Millionen Dollar in einen einzelnen Auftrag. 10-mal höher als alles, was die Amerikaner je erreicht haben. Und da gab es eine Worldwide Kickoff-Veranstaltung. Kennt ihr diese Kickoff-Veranstaltung, wo wir alle hingehen? Und ist schon mal jemand bei einer Kickoff-Veranstaltung in Las Vegas gewesen? Möchte jemand gerne zu der Kickoff-Veranstaltung in Las Vegas? Ja, diese amerikanische Company, die machen immer gerne in Las Vegas, weil es gibt kaum noch Plätze, wo groß genug die Säle sind und so weiter dafür. Und diesmal gab es einen riesengroßen Kickoff und alle Länder der Welt, die Japaner waren dabei, alle waren dabei. Und da werden immer so 20 Awards verteilt. Und Deutschland hatte in den 20 Jahren davor niemals einen Award gekriegt. Für was für einen Grund auch immer, was ich nicht nachvollziehen kann, sind die Deutschen vor allem in Europa nicht immer ganz so beliebt. I don't know why. You know, you guys, you're fun people, you know. So locker. Manchmal. You know, ihr seid alle, you know, super locker, ja. Das Thema Chill, ja. Aber heutzutage weiß jeder, was Chill ist. Vor 30 Jahren, wo ich angekommen bin in Deutschland, da wusste das noch keiner. Da war das noch anders, ja. Da wart ihr nicht so locker wie heute, ja. Aber damals war es, ihr seid ja super locker, right? Und damals war es so, ich war bei einer Bar, bei einer Party, so eine Keller Bar, really cool. Und da war so eine really good looking blonde girl. Und ich war so richtig sie näher am Kennenlernen, sagt man so, ne? Also, you know, baggern, was das Zeug hält. Und da war so der Erfried, was ein ganz toller deutscher Name, hoffe ich, dass das ein deutscher Name ist. Erfried war da und hat mich immer gebuggt. Hier, Patrick. Und immer wieder, Patrick. Und guckt rüber zu Erfried, das ist der Erfried, man. Go chill. Und dann guckt mich an und dann sagt er, was ist chill? Fragt er. Und ich sage, listen, nimm diese Flasche Tequila, geh in die Ecke, trink sie aus, komm zurück, dann weißt du, was chill ist. You know, you say, you guys are cool. Bottle Wodka manchmal oder Tequila hilft. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft. Zum ersten Mal hat Deutschland Awards gekriegt. Ja? Und Deutschland hat nicht nur einen Award gekriegt, sondern von den 20 Awards, die weltweit vergeben hat, 11. 11 Awards. Und ich konnte einen Anteil der Mannschaft mitbringen. Es waren so 100 ein paar Leute von Deutschland dabei. Und jedes Mal, wo Deutschland einen Award gekriegt hat, haben die Deutschen sind natürlich hochgesprungen. Und richtig WM 2006 mäßig. Ja, fehlt nur noch die kleine Fahnen. Ja, und direkt hinter den Deutschen war die UK-Mannschaft, ja, die an dem Tag nur einen Award gekriegt haben, war ganz toll. Die haben sich richtig für die Deutschen gefreut, ja.
Und der letzte Award an diesem Tag war the Leader of the Year Award. You know? Und, you know, ihr könnt ja jetzt schon mal raten, wer das gewesen ist. You know? The Leader of the Year was Patrick, nachdem wir schon 10 andere Awards abgeholt haben, der letzte Award des Abends. Und die Amerikaner machen immer Show, ja, so laute Musik und, you know, geht man nach vorne, kriegt so eine Trophäe. Schöne Mädels steht da und man kriegt ein Foto und sowas, ja. War ganz nett. Und auf einmal hört man, neben diesen lauten Musik, hört man singen. Und die Deutschen stehen alle und singen ein Lied. Und sie singen ein Lied, und glücklicherweise unser CEO war Amerikaner, hat es nicht ganz genau zugeordnet, aber dieses Lied heißt Guantanamera. Und dieses Lied ist ein Volkslied aus Kuba von Guantanamo Bay. Right, aus der Region. Das wussten die Amerikaner nicht, weil die das Lied ja kennen als Poplied. Und es geht so ein bisschen da na 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 da na 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 na, kennt ihr, ja? Und die sangen, es gibt nur ein Patrick Cowden. Und wer Fußballkenner ist, ja, kann sich erinnern, wann wurde das Lied gesungen? Nach der Weltmeisterschaft wurde Rudi Völler besungen mit diesem Lied, ja. Und ganzen Deutschen standen da, haben gesungen, ganz laut, halt, ich gehe runter, dann muss ich jeden Einzelnen umarmen, you know, Deutschen singen und umarmen, ja. Und dann kam der CEO danach zu mir und sagte, Patrick, I don't know what you've done. I have never seen Germans get up and sing for anybody. It scares the hell out of me. Und der Fazit vom Ganzen, nach diesen insgesamt 4 erfolgreichsten Jahren und der größte Deal des Jahrhunderts und Guantanamera, ist Hitachi, hat mich rausgeschmissen. You know, they fired me. That's crazy. Und dann, nachdem sie mich gefeiert haben, bin ich dann noch ins Büro. Ein paar Tage später, da war gerade ein Sales Training, waren 100 von den Sales People da im Sales Training. Und, you know, ich bin ganz locker, Patrick, ich gehe dann einfach da rein, um mich so ein bisschen zu verabschieden nochmal, you know. Und gehe immer noch hin. Mein Nachfolger, Geschäftsführer, mag das nicht so sehr, wenn ich vorbeikomme, ja. Die lassen mich auch immer rein, meine Leute, und wir trinken Kaffee zusammen und schwätzen ein bisschen. But anyway, ich gehe nochmal rein und gehe nach vorne und sage, hey Leute, you know, egal was sie euch erzählen mit dieser E-Mail zum Thema beidseitigen Einvernehmen aus strategischen Differenzen, ja. I said, it's bullshit, they fired me, okay? Und habe mich bedankt bei denen für diesen guten Lauf der 4 Jahre. Und dann stehen die auch natürlich und applaudieren, weil wenn sie singen, dann werden sie auch applaudieren. Und Wolfgang Escher, der mit mir in der vorherigen Company bei Dell war, wo ich auch rausgeschmissen worden bin, der steht ganz vorne und er weint, ja. Und er schießt bei ihm raus wie bei so einem Feuerhydrant, ja. Habe ich noch nie gesehen. Und ich dachte immer, deutsche Männer weinen doch nur beim Fußball. Sonst doch gar nicht, oder? Und ich habe ihn umarmt und dann musste ich raus. Ich war sehr bewegt, ging hinten raus. Hinten war noch eine Tür. Auf einmal geht die Tür auf und da kommt eine Mitarbeiterin rausgestürzt, die auch bei Dell dabei war und sagte, Patrick, damals bei Dell, du hast dich dazwischen gestellt, hast mir den Job gerettet. Und ich konnte nichts tun, um dir den Job zu retten, weinte sie zu mir. Ja. Und dann habe ich sie immer angenommen. Und dann war eine Schlange, das hat um die 40 Minuten gedauert, ich musste jeden Einzelnen, und alle haben geweint. You know? Und ich sage einfach, wenn du nicht eine Memme bist, und du bereit bist, alles zu geben, für deine Menschen, für deine Leute, für dein Team, das spürt das Team, das spürt der Kunde, und alles andere kannst du aus dem Fenster schmeißen. Jedes Tool, jedes Werkzeug, jeder gute Rat, jede gute sonstige Präsentation, die ihr die letzten Tage gesehen habt, yeah, it's all a bunch of bull. Ihr lernt mehr in der Kaffeepause hier voneinander, als ihr je von jemandem hier vorne lernen wird, ja? Das ist so, okay? Und, because the only trueness and the only goodness ist das Miteinander und Füreinander. Und wenn das stark ist und wenn das richtig ist, dann ist das Produkt egal, dann sind die Angebotswesen egal, dann ist das CRM egal, der Kunde wird es spüren, der Kunde wird es wissen, der Kunde wird immer und immer und immer bei dir kaufen. Und aus dem Grund sage ich, habe den Mut, genau das zu tun, was du weißt richtig ist. Wo dein gesunder Menschenverstand sagt, in dieser Situation werde ich mich mit breiter Brust vor meine Mannschaft stellen. Und wenn ihr es tut, werdet ihr immer, 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 immer das Gute und das Gütige wieder ernten von euren Leuten. Und aus dem Grund sage ich,
am Ende, und ich kriege noch ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten. Understand your customer. Inspire them with the belief of values that make you who you are. And then just close the fucking deal. Thank you very much. Patrick, das war great fun. Also Sie sehen es an den Reaktionen, toll. Ich habe noch nie jemanden erlebt, das war jetzt ein Freudscher, der so freudig irgendwo rausgeschmissen wurde wie Patrick Cowden. Klasse, von uns übrigens nicht, sondern Sie sind jetzt eingeladen, Ihre Fragen noch loszuwerden, Ihre Fragen zu stellen an Patrick Cowden, der übrigens in seinem Buch auch schreibt, passt zu Ostern, wir brauchen Eier. Steht auch in dem Memmenbuch. Zitat Oliver Kahn. Das war Oliver, ja genau, das war nicht ich. Thank you. Was würden Sie gerne noch wissen von Patrick Cowden? Tipps, wie man rausfliegt? Nehmen wir nicht. Wie man wieder reinkommt durch die Hintertür? Es tut auch immer weh. You know, ich würde es keinen vorschlagen. Sie treten oft vor Chefs auf. Ja, hier ja auch. Sind Sie ein heimlicher Masochist, also die Chefs? No. Ja, ich sag mal, zu 99% everybody's good manager, good leader. Die ich ja im Visier nehme, sind die ganz weit oben sind. Ja, das heißt, ich glaube nicht, dass hier jetzt ein Vorstandsvorsitzender von einem DAX-Konzern sitzt. Ja? Die sind die Jungs, die ich dann am ehesten im Visier nehme. Ja? Ich sage immer, je weiter oben sie sind, je weniger Ahnung haben sie. Aber das Letzte, was sie je zugeben würden, ist, dass sie keine Ahnung haben. Ja? Und das ist traurig. Und ich stelle immer die gleichen Fragen, wenn ich diese CEOs treffe, was ich glücklicherweise machen darf. Aus was für einem Grund auch immer. Ja? Und ist ja auch immer die Frage, wie oft diese Woche habt ihr euch mit euren Mitarbeitern zusammengesetzt? Nicht mit Management, sondern mit euren Leuten. Oder mit dem Kunden. Wer hat Chefs, wo man der Meinung ist, sie haben bestimmt noch nie im Leben Kunden gesehen? Aber bestimmt alles, oder? Nie im Leben Kunden gesehen, ja? Aber sie haben anscheinend Ahnung ohne Ende. Aber haben noch nie im Leben Kunden gesehen. Noch nie in der Situation gesessen, aber wissen besser Bescheid, wie es funktioniert. Und das kann es ja nicht sein. Und meine Lieblingsfrage, die ich immer stelle an den CEO, ist, wie oft diese Woche, ich sage immer du, wie oft diese Woche hat dir jemand Nein gesagt? Und ich habe 5 von den DAX-Guys schon durch. Was ist die Antwort? 100% Trefferquote, ja? Die Antwort ist immer 0. Hier sagt keiner Nein. Einer lachte, den ich gut kenne, der vorher bei einem anderen Company-Vorstandsvorsitzenden war. Patrick, ich bin schon 8 Monate hier. In den 8 Monaten hat noch kein einziger Nein gesagt. Ja? Das heißt, unten haben wir Mumm, aber ganz weit oben, je höher man geht, je weniger Mumm ist vorhanden. Das kann es doch nicht sein. Und das ist so ein bisschen die Aussage, die dahinter sich verbirgt. Deshalb helfe ich euch, wenn ihr die Fragen nicht stellen wollt. Es gibt ja keine Frage. Warum? Doch, das Eis ist gebrochen. Die erste Frage ist in der Pipeline. Ich muss sagen, ich spreche euch aus der Seele, hoffe ich, ja, so ein bisschen. Was machen Sie denn, wenn nun objektiv in der Mannschaft was schief geht? Wenn objektiv in der Mannschaft was schief geht. Und vielleicht auch noch ein zweites Mal. Es kommt immer darauf an, was schief geht. Wenn ich weiß, dass das Team alles gegeben hat und alles gemacht hat, dann kann es so oft schief gehen, wie es bedarf. Aber wenn ich einen Sales Guy habe, der 500% der Zahl schaffen kann, aber die falsche Einstellung hat und für seine Leute nicht da ist und für seinen Kunden nicht da ist, dann US Army Drill Sergeant, fix it right away. Da bin ich immer konsequent, ja? Ganz schnell, ja. Und es geht ja auch nicht darum, die Zahlen zu schaffen, sage ich immer. Das ist ein anderer Grund, warum man vielleicht mal rausgeschmissen hat, weil ich gesagt habe, it doesn't matter what the plan is, it doesn't matter what the quarter looks like. What matters is we go get the max potential. Wir holen das Potenzial, was zu holen ist, ja. Und die Companies haben immer dieses leidige Thema, ganz oben gibt es eine Zahl, dann geben sie 10% drauf nach unten und dann nochmal 10% drauf und nochmal 10% drauf. Das heißt, wir landen bei 70%, Chef bei 115. Hallo? Wie geht das denn? Deshalb. Aber wenn das Team einen guten Job macht, immer, da können sie so oft schief liegen, dann muss man was anderes in Frage stellen. Dann muss man das Produkt in Frage stellen, die Service-Themen und andere Themen in Frage stellen. Okay? Die nächste Frage von Frau Becker. Aber deswegen, also ich denke, das Thema Quote ist ja das Entscheidende, ob jetzt fürs gesamte Team oder für den Einzelnen. Und darauf, also ich habe 11 Jahre in einem amerikanischen Konzern hinter mir, bis vor kurzem, und keinen Einfluss. Kein Einfluss auf die Zahl. Ja. Also insofern, ja, das ist die Frage, wenn man dann 100% schafft, super, ja, ja, keine Frage, aber grundsätzlich ist ja auch eine Vorgabe der Quote.
die sich wiederum nach dem Wachstum richtet und die sich wiederum nach Shareholder Value richtet. Das ist ja dann so eine Glaubensfrage, oder? Ist so ein Kreislauf, in dem man gefangen ist, natürlich, ja. Was man schon machen kann als Chef, ist die verkäuferische Talente nach oben anzuwenden, ja. So, you know, do the dance, you know. Die 10 Gründe, warum es in Deutschland anders ist, das haben wir alle drauf, ja. Warum Germany so tough ist und difficult ist. Also man muss den Tanz machen, man muss einfach bereit sein, Wahnsinnsenergie intern einzusetzen. Ja? Und das Traurige ist, man muss wesentlich mehr Kraft inside dann verbringen, als outside, wo die Kraft angebracht wäre. Und das ist das, was schade manchmal dabei ist. Und die Frage ist halt, wie kriegt man diese Kombination hin? Und dann als Chef konsequent zu sein, die Zahl, die ich kriege, wenn es jetzt 100 Millionen wäre, gebe ich noch nur 100 Millionen weiter. Und nicht wie alle anderen Länderchefs, die dann sagen, wir müssen 110 weitergeben. Ja? Und in vielen Fällen geht es einfach darum, das zu tun, ohne zu fragen. Because sometimes it's easier to ask for forgiveness than it is to ask for permission. Nicht fragen, darf ich? Einfach machen und sagen, oh, wusste ich nicht, tut mir leid. I didn't know. Oh, ich habe die Zahlen falsch verteilt. Oh, jetzt habe ich 10 Millionen zu wenig verteilt. Oh, das tut mir leid. Aber weißt du was, ich habe ja noch 4 Leute, die ich heire. You know, 4 mal 2,5 Millionen auf NNs, die wir heiren, wo ich weiß, in 3 Monaten ist sowieso freeze. Ich kriege die Leute sowieso nicht. Dann parke ich die Quote woanders und schaffe es, dass die Leute alle ihr 100% packen. Und das muss als Vertriebsleiter, muss mein Ziel sein, dass jeder Einzelne nicht nur die 100% schafft, sondern 140, 180, over the top, making a lot of money. Und der Company klar mache, wenn einmal jemand bei 120 ist, hört er doch nicht auf zu verkaufen. Come on, die denken immer, oh, jetzt wird's eng. No. Was? Jetzt wird's eng? Ist nur weil du ein Excel-Sheet anguckst den ganzen Tag. Dann kein Wunder, dass es eng wird. Bei mir wird's auch eng, wenn ich den ganzen Tag auf ein Excel-Sheet gucke, ja? Und ich habe mal dem CFO von Dell gesagt, listen, we've been here for 8 hours looking at this Excel-Sheet. You've been streaming. I mean, loudly screaming at that. It's my Excel-Sheet, right? You're screaming at my Excel-Sheet. And I guarantee you, no matter how loud you scream, no longer how much you dance, there's not a single number in that sheet that's going to change. But if you would take your screaming attitude with me to my customers, you know what? Something would change. I'm not sure if we'd go up or down, but something would change. You know, forget this Excel stuff. I hate it. Anyway, sorry. Das ist übrigens ein tolles Bild. Ich darf mal unsere Hoffotografin, die Anna, fragen. Die strahlen jetzt alle so toll, ne? Das ist irgendwie richtig die Sonne aufgegangen hier im Saal. Herrlich. So, can you guys smile? I want to do one. Sehe ich das richtig? Give me some Faust. I believe it, Faust, okay? 1, 2, 3, yes, I love you guys, thank you. Und es sieht vor allen Dingen natürlich aus. Sehe ich das richtig, dass da hinten noch eine Frage ist oder? Nee, dann darf ich die letzte Frage stellen. Patrick, Sie haben uns ja verraten, dass Sie heiraten, das dritte Mal. Also Sie scheinen ein unverbesserlicher Optimist zu sein. Sind Sie denn theoretisch auch resozialisierbar wieder in einem richtigen Unternehmen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß noch nicht, wie das mit meiner dritten Hochzeit zusammenhängt, die Frage, aber... ja, ich bin jetzt ein Jahr nicht mehr bei diesen Companies drin und mache mein eigenes Thema weiter zum Thema Verändern draußen, dass es so wird, wie wir eben besprochen haben und nicht so bleibt, wie es ist. Und eins steht fest, das sagen mal auch die Freunde, ich habe 30 Leute im Team, die sagen, Patrick, there's no way you can ever go back. Du kannst nie wieder zurück. Und das ist zu 100% die Realität. Ich kann nie wieder zurück. Ich kann zurückgehen, um zu helfen. Wenn ein Inhaber und Vorstand zu mir kommt, so, Patrick, helf mir. Du hast recht. Ja, und einer von diesen CEOs hat gesagt, Patrick, wir haben beim Caesar Salad Lunch nicht drüber gesprochen, aber du würdest wahrscheinlich mir raten, dieses SAP-Projekt, was zu 100% der Kontrolle meiner Leute dient, für 150 Millionen Euro nicht zu tun. Wobei wir nicht drüber gesprochen haben. Ich habe gesagt, Gordon, you're right. Take that 150 million and do something good with it, with your people. You know, they will thank you for it. Lass das Zeug weg. Das heißt, von draußen ja, aber reingehen, I would never do it. In any way, ich kann sowieso als Vorstandsvorsitzender von der Deutschen Telekom keine Milliarde machen. Daher kommt die Frage nicht mehr. I got to be a billionaire, you know. Und ich streichen die Gehälter da draußen. Also man muss sich ja ein Vertriebsmodell einfallen lassen, wo man wieder die 800% schafft und alles in die eigene Tasche steckt, ja. Oder vielleicht auch nicht, ja. We're going to help the world and it's not about making money. It's about doing the right thing. And when we do the right thing, the world will become better. And if we can convince the 500 or the 5,000 CEOs in the world today
They should put all of their focus auf the Mensch. And all of their focus on the Werte, die den Mensch miteinander verbinden. Und dass das die allererste Priorität ist. Dann zum ersten Mal bei diesen Companies, die 72% der Assets der Erde besitzen, haben wir eine Chance, dass Save the Planet auf Platz 4 oder 5 vielleicht kommt. Und dann haben wir die Chance, dass unsere Kinder und Enkelkinder in einem Umfeld sind, wo sie Respekt und Würde und Wertschätzung in jedem Augenblick erhalten für immer. Und ich ruhe erst, wenn wir diesen Zustand in diesem Land erreicht haben. Perfektes Schlusswort. Wir hoffen, dass Sie die Mittagspause noch mit uns verbringen unten und dass wir noch ein bisschen quatschen können nachher. Danke. Ja, ja, er ist dabei. Patrick Cowden. Viel Glück. Vielen Dank. Thank you. So, nach diesem Vortrag, ich sag's ehrlich, ist das jetzt ein verdammt schwieriger Spagat, ernsthaft zu reden über Recruiting, über neue Strategien, wie man sein Recruiting optimal aufstellt. Wir haben jetzt ein bisschen gelästert über Chefs, über die Chefkultur, wollen jetzt fragen nach den guten Vertriebsarbeitern und vor allen Dingen, wie man die kriegt. Und um die Spannung hier wieder aufzubauen, hoffe ich, setze ich auf meine drei Diskutanten. Wir machen nämlich einen kleinen